Digga, wie kann der da am Ball bleiben? Oh mein Gott. Mein T-Shirt ist kaputt. Das war's komplett. Und mein Stick ist ab. Mein T-Shirt ist ein bisschen kaputt. Ach, jetzt, Jule, was habe ich dir heute beigebracht, Jule? Was habe ich dir heute beigebracht? Guck mal, wie das bei mir ist. Das Ding zittert gar nicht. Ich habe so eine ruhige Hand. Kannst auch ruhig, das ist ein bisschen zu viel. Aber wenn du dann grün triffst, keine Chance. Keine Chance, Jule. Lass mich fertig machen. Mann. Ja, Hessen! Ja! Ey, wie geil, ey! Wie geil ist das denn, ey? Oh mein Gott! Lass mich heim, Digga, Louis! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und Portugal? Eusebio! Eusebio! Eusebio Moment! Eusebio! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Eusebio, Digga! Guck mal, Ben Yedda, der macht jeden Ball rein und den schimmelt er rum. Schade sowas. Du bist so ein Hurensohn-Spiel! Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das ist eine Raboga-Flanke. Feck ankommt und dann ins Tor geschossen wird. Und jetzt geht Grüße raus an FIFA Deutschland. Okay, wir öffnen das Pack! Und jawohl! Ja! Ich werde zweimal hintereinander Achter. Also wenn ich jetzt rausgeschmissen werde, ich sage euch so wie es ist, ich gehe zu Juventus. Ich gehe zu Juventus Turin. Wenn ich jetzt rausgeschmissen werde. Ich möchte nicht, aber ich gehe. Man soll gehen, wenn sich eine Tür schließt, schließt sich die nächste. Merkt euch den Spruch, wer euch nie in den harten Zeiten behalten möchte, der hat euch in den guten nicht verdient. Irgendwie so, ihr wisst, was ich meine. Das ist so krass. Was ist das mit dem Ding, Digga? Ey, der ist so schlecht. Der ist so schlecht, Mann. Ey, der ist so schlecht. Oh mein Gott, das Spiel! Ey! Also, wird's halt den DR genommen noch. Oh, Ribéry. Guck, was ich mit dem gemacht habe. Guck, was ich mit dem gemacht habe. Junge. Oh, eine Rutsche. Geil. Ich nochmal kurz hab's genommen. Kannst du das klippen? Frankreich. Stürmer. Henri oder Trezeguet? Ori! Ja! Alter Schwede! Oh yeah! Ich glaube, den kann ich sogar in mein Team einbauen. Na, 5 sicher nicht. 1,5. Holy crap! Boah! Clip, ihr habt Clip! Ach du Scheiße, geil. Daniel macht Clip, Alter! Der war gut! Üff, Alter! Krass, Mann! Wohohohoho! Frankie! What is going on, people? Ich will's, den hat er nicht geschrieben. Hey, nein, der kommt! Hey, der kommt genau, Mann! So verkauft! Das ist so verkauft!
Das ist für mich verkauft. Wirklich, weil ich diese Parade noch nie vorher gesehen habe. Es ist verkauft. Verkauft einfach. Dieses Gegenteil ist verkauft einfach so. Ah, das wird sie ärgern. Lass mich. Bin auf der Kartseite. Nein, nein, Böning, nein, nein. Du kriegst es so, du kriegst so wenig geschickt. Jawohl, Junge! Moments, Golf Moments, oder Rullet, Prime oder Moments? Oh mein Gott, Gullet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer wäre besser? Gullet wäre besser. Ne, Kräuf wäre besser. Nein, Kräuf nicht. Der ist nur MS. Kräuf? MS. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leicht nicht! Kräuf ist... Er ist Leichtspieler. Geh mal fein, vielleicht hast du einmal Kolf Leichtspieler gehabt und der ist in der Hinterweite. Der Leichtspieler wird immer so angezeigt. Es muss Kolf sein. Mach mal nicht Doomscroll an den Leichtspieler rein, weil du immer aufmatschen. Hast du Kolf Prime schon gemacht? Ja. Nein, der Leichtspieler kann rein, die Leichtspieler immer als erstes reinkommen. Mach. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein. Was? Was war das? Ich hab nichts gedrückt, ne? Ich hab echt nichts gedrückt. Oh mein. Boah. Boah, hier. Da ist er. Bin zu wuselig. Boah. Maschallah. Einfach der Hübsche. Oh. Einfach der Hübsche, Digga. Wer seid ihr? Clip. Jetzt schauen wir mal, ob ich im Kader bin. Ja, wo... Oha! Wobei, 85 ist schon nice. Achso, das ist der 85er-Modus. Oh mein Gott. Grüß mal bitte Fixi Hartmann. Felix, Junge. Einen wunderschönen Gruß an Fixi Hartmann. Aber es ist okay, es ist ein Schritt zurück, aber wir gehen zwei Schritte vor. Überragende Leistung von Eli Geller. Digga, der Mann, ne? Der ist so ein wuseliger Mann. Der ist so, was Eli Geller kann, weiß natürlich jeder. Aber im Moment kann er es auch in jedem Spiel abrufen. Und das ist einfach nur spektakulär. Die Hertha BSV-Fans sind begeistert, auf welchem Level Eli Geller derzeit auftritt.